So, jetzt haben wir ein Bierchen. Ich weiß gerade gar nicht, kann man auf Dietriche zugreifen? Oh. Stay quiet. Das wollte ich nicht, das wollte ich. Das ist nett. Achso, das ist eine zweihändige Pistole. Waren Pistolen in diesem Teil zweihändig? Anianische Kleidung und ein Dreispitzhut. Ich weiß gerade gar nicht, kann man Helme ausblenden? Muss ich auch mal gucken. Das sieht jetzt nicht so interessant aus, wenn wir den... Aber auf jeden Fall cool, dass wir eine Pistole gefunden haben. Auch wenn ich schade finde gerade, dass die in... im ersten Teil zweihändig sind. Eigentlich war so meine Idee. Das können wir dann aber halt im zweiten Teil machen, wenn die Würfel eh neu gewürfelt werden. Wollte ich eigentlich in einer Hand eine Pistole, in der anderen Hand ein Schwert haben. Aber hier muss ich jetzt wohl mit Schwert und Schild vorlieb nehmen und die Pistole auf die Offhand legen. Du kauerst am Flussufer und tauchst deinen Wasserschlauch in das kühle Wasser, während Kalisha in der Nähe wartet und Wache hält. Als du aufschwärst, stehst, bemerkst du, wie sie ihren Blick scharf zur Baumlinie hochreißt. Aus den Bäumen tritt Sparfel hervor, einer der Speer. In dämmerigem Mondlicht ist er kaum zu erkennen. Er ist nicht mehr mit seinem Bogen bewaffnet, sondern sein Gang hat etwas Merkwürdiges an sich. Er kommt nicht mehr gewandten Schrittes auf dich zu, sondern schwer atmet und verkrampft taumelnd. Sparfel, are you all right? Kalisha rüttelt die Stirn. Sparfel, bist du in Ordnung? Sparfel bleibt mit der Fußspitze an einem Fels hängen, worauf er vorüber zusammenbricht. Zwischen seinen Schulterblättern ragt ein gefiederter Pfeilschaft wie eine feindliche Fahne heraus. Ambush! So, du wirfst den mal um. Du greifst ihn an. Okay, nachladen dauert ziemlich lang. Nachladen dauert echt zu lange. Komm schon, wir müssen zum Camp zurück. Certainly. So, dann nehmen wir vorläufig mal einen Bogen. Statt der Waffe. Okay, jetzt sind das mehrere. I'm here. Hit!
So, den noch umhauen. Der ist ja jetzt flankiert. So. I'd be glad to. Ganz ehrlich, solches Zeug können wir erstmal hier wegpacken. I'm here. So, machen wir mal kurz einen Quick Save. Hier sind nämlich viele tot. Überall um dich herum liegen die massakrierten Überreste der anderen Reisenden verstreut. Ausgestreckt mit aufgerissenen Augen und schmutzig liegen sie gespickt mit Pfeilen und Messerstichen auf dem blutgetränkten Boden. Kalisha führt den Handrücken ihrer linken Hand zum Mund, als ob sie die Schrecken wie giftigen Dampf abhalten wollte. Über den Feinden steht eine Handvoll dunkler Gestalten, die auf Gliedmaßen, Rücken und Köpfe steigt, ihre Äxte aus Körpern reißen, als ob sie in zwei gespaltene Holzklötze wären. Sie bereiten sich davor, euch dem ausgedehnten Haufen unter den Füßen hinzuzufügen. Einer von ihnen, baumlang, kräftig und mit einem stattlichen, verknoteten Bart ausgestattet, hätte einen Mann, den du als Heodan erkennst, den letzten Überlebenden deiner Karawane, eine blutige Klinge an den Hals. Leg deine Waffe nieder, Eindringling. Verwirke nicht das Leben dieses Mannes für einen Kampf, den du verlieren würdest. Warum habt ihr das getan? Unsere Hände haben die Ruine nicht besudelt, Männer von Irglandfahrt. Wir sind keine Eindringlinge, wir möchten dieses Gebiet lediglich durchqueren. Ich weiß nicht, was sie getan haben, aber ich hatte überhaupt nichts damit zu tun. Mörder, für jedes Leben werdet ihr büßen. Ihr werdet eh versuchen, uns alle zu töten. Warum sollten wir es euch leicht machen? Nehmen wir mal die zwei. Deine Worte machen keinen Eindruck auf mich, da ich die Wahrheit mit eigenen Augen gesehen habe. Diese Störung muss mit Blut abgegolten werden. Also ich sage es nochmal, leg die Waffen nieder. Wir tragen hier Vertrau ihnen nicht, sie wollen uns alle töten, sagt Theodan. Wir tragen hieran keine Schuld. Willst du einfach nicht zur Vernunft kommen? Nur ein Narr greift einen schwächeren Feind an, während ein stärkerer noch steht. Deine Tapferkeit ist nur eine Maske. Keiner von uns hat jemals einen wahren Krieger erschlagen. Keiner von euch. Mach schon. So bring ihn schon um. Tu es. Auf den Mann stürzen, bevor er reagieren kann. Die Tierzahnkette, um deinen Hals zu schließen. Seid ihr Anhänger Galloways, würdet ihr aufhören, die Ruinen zu beschützen, wenn Galloway es euch befehlen würde? Die Waffen ablegen. Nun gut, lass ihn gehen. Bewaffnet bleiben. Wenn ich meine Waffe ablege, sind wir alle tot. Versuchen wir mal mit Galloway ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Der Marauns ist die Stirn und tut so, als würde er mit seiner Axt ausziehen. Hier und da zuckt zusammen, allein der Schlag bleibt aus. Stattdessen legt der Mann interessiert seinen Kopf zur Seite. Natürlich aber, das würde er nicht, denn wir kämpfen im Auftrag aller Götter. Woher weißt du das? Weil es sich mit ihren Überzeugungen deckt oder weil es das ist, was man dir gesagt hat? Der Schwan starrt dich zornig an. Mein Volk hat das schon immer ge... Ich verstehe, und welches von Galloways Edikten besagt, dass Schwäche und Alter durch Stärke ersetzt werden muss? Meinst du wirklich, dass Galloway es befürworten würde, dass ein paar modrige, zerbröselnde Steine die Zeit überdauern, nachdem ihre Erbauer längst zu Staub zerfallen sind? Die Nasenflügel des Mannes bläht sich auf, weil er zu schimpfen beginnt. Das würde er nicht. Das hätte er uns gesagt. Das hat er bestimmt, nur dir persönlich nicht. Aber warum sollte dich das davon abhalten, unschuldig umzubringen? Der Mann ist so abgelenkt, dass er den Griff um seine Axt lockert und sie fast fallen lässt, was Heo dann den einen Augenblick verschafft, sich vor dem zu spät kommenden Schlag wegzuducken. Vor Wut aufheulend stirbt der Mann stattdessen auf dich zu. So. Wir haben wieder umwerfen, dann wirf du den mal um. Wobei, wirf den Fernkämpfer um und behalte den. Blendender Schlag gegen den. Und ich greife ihn hier an. I'm here. So, okay, hier ist nichts mehr zum Umwerfen.
des Aufstehens nicht mehr fähig, liegt dein Feind vor dir auf dem Rücken. Seine Gefährten liegen still unter den anderen Toten. Er atmet mit keuchenden, unbeständigen Atemzügen. Er schaut nicht dich an, sondern den Himmel über dir. Vergib uns. Angesichts seiner stingenden Seufzer, kaum hörbar, wirbelt ein flüsternder Windstoß die Luft auf und die Augen des Mannes rollen nach hinten, als er sie schließt. Gut, gut, die Götter sind gerecht. Ein seltsames Lächeln huscht über sein Gesicht. Ich bin bereit. Der Wind beginnt stärker zu werden und peitscht um das Lager herum, wo er explodiert und mit voller Wucht Wurzeln aus der Erde reißt und wie ein wütender Geist an den Zelten rüttelt. Du spürst, wie er dir langsam unter die Haut fährt und bist wie ein Steg, der allmählich dem Drängen einer mächtigen Welle nachgibt. Und wo der Wind durchbricht, fühlt es sich an, als ob es dich von innen zerreißen würde. Inmitten des heilenden Mahlstroms bewegt sich Odema, der mit Schnittwunden über der Brust und Bauch sitzend an einem Wagenrad lehnt. Mit kaum geöffneten Augen und unter großen Mühen hebt er seinen herabhängenden Kopf. Er schaut dir direkt in die Augen. Get inside! Run! Schnell hinein, renn! Ja, da fängt der Beowulf an und reißt die Seelen auseinander. Das kennen wir ja. Du stemmst dich gegen einen Sturm, der dir bei jedem Schritt die Füße wegzuziehen droht und krallst dich in den Furchen eines verwitterten Felsens fest. Dabei begibst du dich den Steilhang hinaufzuziehen. Kurz bevor deine Arme versagen, schwingst du dich mit einem letzten Energiestub über den Felsvorsprung. Hier und da ist er aufgrund seiner Verletzung und seines anfänglichen Zögers zurückgefallen. Als er sich der Felswand nähert, stützt sich einer der vermeintlich gefallenen Feinde auf ihn, der seinen Tod nur vorgetäuscht hatte, und stürzt mit ihm auf den felsigen Boden. Jordan versucht, seinen erschöpften Angreifer abzuschütteln und schlägt nach ihm, kann dessen Umklammerung aber nicht brechen. Sie sind ganz in deiner Nähe. Trotz des Windes hättest du von deiner Position eine gute Trefferchance, wenn du deine Waffe auf den Angreifer werfen würdest. Na, werfen wir die Waffe. Du ziehst genau, triffst und befreist damit Theodan. Theodan kommt torkelnd auf die Füße und erklettert den Fuß der Felsen. Als er aber schon fast oben angelangt ist, bläst ihn eine Windböe zur Seite und reißt seine Hände hoch. Aber indem du dich auf den kalten Fels hechtest, bekommst du sie zu fassen. Du schnappst dir seine andere Hand und ziehst mit schwingender Stärke an. Und du hast das Gefühl, als würden dir beide Arme aus den Schultergelenken gerissen. Sie halten gerade lang genug, dass Hiroda wieder auf die Füße kommt und sich neben dich auf den erbebenden Felsvorsprung stellt. Im stärker werdenden Wind klingt es eine tiefe Resonanz. Du spürst sie in den Felsen unter deinen Füßen und in deiner eigenen Brusthöhle, als ob sie das Mark aus deinen Knochen schütteln würde. Jeder neue Windstoß bedroht die alten Steine vor dir, indem er Verbindungen lockert und Gleichgewichte aufhebt. Als du unter den alten Torbogen sprintest, beginnt das gesamte Portal unter seinem eigenen Gewicht einzustürzen. So, damit sind wir in den Ruinen. Klönk, und haben keine Waffe mehr. War das? Beowulf. Had to be. Jordans Worte wechseln sich mit keuchenden Atemzügen ab. Ein Beowulf muss so gewesen sein. We're lucky to be alive. Dann haben wir Glück, dass wir noch am Leben sind. And we're the only ones. Und wir sind die Einzigen. There could be another collapse. We're not getting out that way anyway. Let's get further inside. Hier können wir nicht bleiben. Es könnte noch einen Einstoß geben. In dieser Richtung werden wir eh keinen Weg hinausfinden. Lass uns weiter ins Innere gehen. I'm here. Gut, ich habe keine Wahl, als auf den Bogen zu wechseln erstmal. Yes. Eine tiefere Ebene der Ruine wurde von herabfallenden Trümmern blockiert. Mhm. Und wir haben eine kurze Verschnaufpause abgeschlossen. Sparfel scheint es nicht eigentlich damit zu haben, Wasser zu holen. Ich sollte selbst danach suchen. Am Fluss gerieten wir in einen Hinterhalt klafatanischer Krieger. Sparfel wurde getötet und wenn man die Schreier vom Lager als Anhaltspunkt nimmt, dann werden nicht nur wir angegriffen. Klafatanische Krieger haben der Karawane einen Hinterhalt gelegt. Mein Leiden ist jetzt die geringste meiner Sorgen. Ja. Ich sah mich gezwungen, in die Ruinen zu fliehen, da der Rückweg blockiert ist. Muss ich darauf hoffen, dass es einen anderen Ausweg gibt.